Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Smaragd. Ja, wir machen an dieser Stelle weiter und fordern endlich die Pokémon Liga heraus, dass wir Champion werden. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah, dass ihr euch nicht wundert. Ich bin ein bisschen vorausgegangen und habe die ganzen Viecher platt gemacht, beziehungsweise die Gegner bekämpft, dass ihr euch da nicht wundert. So, beide. Und musste mir ja wieder Schutz holen. Da gab es keinen Superschutz, habe ich einen Topschutz genommen. Kohle habe ich ja nicht genug. Von daher ist es vollkommen Bolle. Bloß wenn ich so viel Kohle hat, den empfehle ich natürlich Superschutz. Und ich gehe wieder verkehrt, oder? Ja. So. Jedenfalls, ich bin vorgegangen und habe die ganzen Trainer platt gemacht, dass sie uns nicht mehr stören. Es hat wirklich sehr gestört. Deshalb bin ich vorgegangen und da ist ein Trainer aus der Geschichte, den habe ich schon platt gemacht. Der müsste sogar noch da stehen. Wenn er nämlich in der Höhle reingeht, dann kommt der Typ euch hinterhergeschissen und will einen Kampf mit euch. Das ist der Typ, den ihr geholfen habt, ein Pokémon zu fangen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Na. Die beiden habe ich übersehen. Oder die habe ich übersehen. Es war nur der da oben. Ich dachte, ich habe die beiden schon platt gemacht. So, Gardevoir. Der hat natürlich jetzt auch ein Gardevoir, was klar ist. Weil er hat bei mir ja auch Grassler gefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unterschiedlich ist. Ganz am Anfang muss man dem Typ helfen. So, wir sind gleich da. Hier müssen wir Castrada einsetzen. Da ist mir ganz anders als bei der alten Edition. Bei der alten, da konnte man ja gleich hin. Hier kann man sich nochmal, wenn man möchte, im Pokémon Center auffüllen. Machen wir natürlich. Obwohl es nicht wirklich nötig ist. Aber scheiß drauf. Jetzt mischt. Ach, wir nehmen einfach das Fahrrad. Ah ja, und ich empfehle euch Blitz. Die Gegner hier sind alle außen noch. Da ist jetzt gar nichts. Also, Schutz wirkt nicht mehr. Also, die gehen uns nicht mehr auf den Sack. Nicht. Und da ist der Typ, dem mussten wir helfen, dass er sein erstes Pokémon fängt. Und er trainiert jetzt und hat jedenfalls getrainiert. Naja, aber sein Pokémon war nicht wirklich stark. Heiko! Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Ja, eines Tages. So, Pokémon. Ninja Tam. Blitz.
Ah, Schutz wirkt nur noch. Was mache ich denn hier für den Kacki? So. Ich habe die E-Teams, die hier sind, mit Absicht noch nicht geholt. Wir gehen erstmal hier oben lang. So, und nochmal. So. Dies ist ja auch nur so ein Verwirr, wo es ist in den Kreis dreht. So, wir holen uns das. AP Plus tut die Anzahl der Attacken erhöhen. So, dich haben wir ja auch, den Hintern versohlt, von daher. Und wie man hier sieht, geht das alles bloß hier im Kreis rum. Von daher. So, Zertrümmerer, Eradax. So, was haben wir hier? Hübsches Top-Genesio. Können wir auch gut gebrauchen. Oh, wei. So, Schutz wirkt nicht mehr. Habe ich das schon? Ah nee, da komme ich nachher erst lang. Und hier war ja, wie gesagt, bin ich hier im Kreis. So, ja. Jetzt komme ich der Sache schon näher. So. Hier einfach lang gehen brauchen. Dass ich jetzt nicht den Umweg machen müssen eigentlich. Naja, kack drauf. So. Ich habe ich auch schon. Ah, hier ist der richtige Weg. Schütz wirkt nicht mehr. Denn mal so ein Item rausbringen können, was Permanentschutz macht. Solange man es aktiv hat. So, TM Psychokinese. TM 29. So, hier können wir gleich runter. Irgendwo hier muss noch ein Item stecken. So, ja, natürlich die wegschieben. So, und nochmal. So. Ja,
ist ein bisschen wie ein Labyrinth hier. Es ist nervig, dass ich die nicht auf Dings legen kann. Etwas frustrierend. Ja, und so haben wir Hitze. Sind wir oft raus. Aber scheiß auf die anderen E-Teams. Wir sind erstmal da. Weil die E-Teams, die können mir eh hier kaufen, die da gibt's. So. Wo ist das PC? Da ist der PC. So, jetzt kann ich erstmal ablegen. So, nehmen. Wem nehmen wir denn da? Natürlich nehmen wir dich. Du kommst mit. Und ich habe geguckt, es gibt eigentlich 4 Goleme, aber in Smaragd gibt es die nicht. Die gibt es erst in die darauf folgenden Editionen. Davor das letzte Jahr habe ich auch die 3 Goleme geholt. Endlich gibt es nochmal 4. Die muss man sich rübertauschen. Bei der einen DS-Version gibt es die. Gab es Soul Silver oder irgendwas war da. Da müsste es die geben. So, und die wollen bestimmt unsere Ohren sehen. Hyperball, Hyperdrang. Füllt die KP vollständig auf. Stellt KP und Status seines Pokémon wieder her. Ach, 20 reicht da völlig aus. So viel brauche ich. Oder 30. Beiseite der Level. Belebt den Pokémon und füllt die KP zur Hälfte. Top Shots. Ich frage mich, warum hier der Ball gibt. Aber um Attacken auszulösen, das gibt's hier nicht. So, jetzt sehe ich schon mal die ganze Kacke erstmal wieder ab. Ja. So, jetzt müssen wir die hier anlabern. Ab hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Renen erhalten haben, zugedreht. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Das werde ich und ich werde die auch alle platt machen. Meine Pokémon sind bereit und wollen die zerfleischen. So, jetzt frage ich mich, was der erste Trainer hier ist. Willkommen Herausforderer, ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, dass wir einen guten Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Das bitte nie besser hinkriegen können, das geht eigentlich bei der Edition schon. So. Nein. Zum Glück habe ich kein geiles Pokémon. Das wäre jetzt nicht gut gekommen. So. Eieiei. Klar. Oh, Scheiße. So, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ach, scheiß drauf. Da muss ein Donnerblitz her. Ist ja ein Psycho. Da ja ein Psycho und Geistattacke nichts auf ihn. Ist ja Unlichtmagnet. Nein. Da wird keine Psycho-Attacken.
Ich weiß nicht, ich wechsle noch mal. So, Sumpex, dein ein Schmatsch. Es war eingefroren. Ja, dich habe ich erwischt. Also von den Top 4 die mehr erwartet. Einer der Top 4. Ich belasse das einfach noch bei Sumpex. Da kann ich ihn auch einen Eisstrahl verpassen. Nicht so wie vorspulen, aber das ist ein Hauptkampf, von daher ist es beschissen vorzuspulen. Da hätte ich doch Dings Drossler nehmen können. Ah, da kommt da ein Erdbeben um die Ecke. Bam. Abzug, wer war denn das nochmal? Ich weiß nicht, aber ich denke, Stalas will auch mal. Man soll ja nicht mal Sumpix den Vortritt lassen. Stalas möchte auch ganz gerne. Ach, ein Unlicht ist das. Das ist, glaube ich, so eine Evoli-Entwicklung, glaube ich. Oder war es nicht so? Ich glaube schon. So, Eisenschweigerisiko. Gaga, mich kriegst du nicht. In die ersten Edition war Schaufler direkt, war richtig derbe. Die ersten Edition, da hat Schaufler richtig reingetroschen. Ich habe verloren, ich Ulrich von den Top 4. Macht nichts, es war lustig. Maike gewinnt 4.900. Nun hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet, daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen zum nächsten Kampf. Ja, wie mir dachte, das ist wie bei den anderen Editionen. Man kommt nicht zurück. Und ein Mädel. Ich bin Antonio von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeiten erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendwas gegen meinen Pokémon ausrichten kannst. Der letzte hat, glaube ich, einen Haufen Drachen-Pokémon. Da kommt Sumpex. Ein paar Eisstrahl drauf und dann sind sie alle weg. Vierfach. Wenn er einen Dragoran hat. Ein Geist. Zwirklob. Psychokinese. Oh, Alter. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse sie. Vor allem, die bringt gar nichts. Die schützt nur von einem Angriff. Und ich generell, wenn die richtig schützen würde, dann wäre was anderes. Oder in einen Echtzeitkampf und nicht so rundenbasiert wie hier, da hätte es auch gebracht. Aber hier bringt es Ring gar nichts. So. Ein Banett. Gibt es auch Gengar? Hat die auch einen Gengar? Das frage ich mich. Noch ein Zwirklob. Vor allen Dingen der eine Zwirklob hat mich für so gar nichts machen können. Kommt noch ein Zwirklob und noch ein Bandit.
Nein, brauche ich nicht. Subirief. Mal was anderes. Auf Level 50. Ah ja, der ist noch Geist Unlicht. Habe ich ja ganz vergessen. Bringt dir aber nichts. Ja, der ist ja Geist Unlicht. Der wirkt's nicht. Und aus diesem Grund habe ich ihr Donnerblitz beigebracht. Einmal Gardevoir noch Donnerblitz beigebracht. Sonst wäre es jetzt aufgeschmissen. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Das werde ich. So, jetzt kommt der vorletzte. Muss auch eine Frau sein. Ja. Ein Püppchen! Willkommen, mein Name ist Frosenia von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhlen gereist, um mein einziges Talent zu trainieren. Aber bisher habe ich mich nur lausige Trainers mit noch lausigerem Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Ich würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Das werde ich. Die sitzt schon so, Alter. Die ladet da drauf ein, dass man die Fresse poliert, oder? Die ist richtig eingebildet. Ui. Ihr macht es mich zu einfach. Echt. Die Top 4 machen mir das so einfach. Das ist sehr effektiv, ich weiß. Nee, da kann ich das Label löschen. Das ist nämlich ein Eis-Pokémon, da wäre im Feuer richtig gut. Ich glaube, das ist reines Eis. Das Vieh hier. Der ist jetzt nur mit Einschlag tot gegangen, weil Gardevoir so hoch ist. Ich hoffe, die kommt nicht mit einem Blizzard oder einem Eisstrahl um der Ecke, wenn ich die nicht ganz platt mache und friert mich ein. Das wäre nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Schon wieder dieses dicke Ding. Und tschüss. Es war's. Tschüssi. Nächstes Wallreiser. Ich glaube, die Weiterentwicklung von dem dicken Seon. 55, wa? Nee, 53. Ich hab mit mehr gerechnet. Wassereis! Ein Volltreffer, sehr effektiv. Ja. Du und deine Pokémon, euer Zusammenhalt verbrennt alles. Die Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Maike gewinnt 5300. Geh weiter in den nächsten Raum und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. So. Meistens ist es immer so, dass da Drachentrainer ist und Drachen sind natürlich anfällig auf Eis. Also kommt da Sumpex an mit seinem Eisstrahl. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Der Drachenmeister. Habe ich doch gewusst, ist ein Drachentrainer.
Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was ich bedeute? Was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du das? Oh nee. Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Mhm. Du kannst mir eh nichts anhaben. Vor allem hier ist er dünn. Auf die Abbildung dort war er fett. Drachel. Level 52. No, Alter. Wieso setzt ihr immer diese scheiß Attacke ein? Die bringt euch doch gar nichts. Sie tut nur das Unvermeidliche herauszögern. Eure Niederlage. Das ist sehr effektiv. Ich weiß, Drachen-Pokémon mögen das überhaupt nicht. Glaubt ihr, das Drachenflug? Altaria. Bei Pokémon Go braucht man ganz schön, um den weiterzuentwickeln. Das ist sehr effektiv. Ich sage, sogar vierfach. Drachenflug ist vierfach, ja. Seedraking. Drache, das wird sehr effektiv. Ist aber nur normal, weil das Wasser noch dazwischen ist. Ist auch erst gleich seit der dritten Generation. Drachendanz. Er erhöht seinen Angriff. Was vollkommen Bolle ist. Top Genesium. Es wirst du weggezurft, Digga. Das ist nicht sehr effektiv. Ist mir klar. Aber dafür ist das effektiv. Solibeldra. Dracheflug, oder? Oder Drachekäfer? Ich glaube, Drachekäfer oder Drachepflanze war das. Libeldra. Ich glaube, Pflanze Drache oder Drachepflanze ist das. Dragan. Ein Brutalanda. Das ist ein reiner Drache. Oder Drachebohnen, glaube ich, war das. Müsste auch sogar vierfach sein, weil Bohnen kann Eis auch nicht ganz ab. So, besiegt. Hervorragend, das muss man sagen. Maike gewinnt 5500. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Ja. Das werde ich auch, da frage ich dich nicht nach. So. Eine lange, lange Treppe. Den haben wir doch zuvor platt gemacht. Und das ganz leicht. Und der ist jetzt aber immer Chen. Merkwürdig. Vasili, willkommen, Michael. Dieser Zwischenfall in Sinnoh. Das war hervorragende Arbeit.
wie du die Krise dort beendet hast. Ups. Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest alleine für Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinem Packermann zusammengearbeitet hast. Wir drehen es hier in Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von dem Pokémon. Dann wird deine Leistung mit der anderen Trainer verglichen. Nun ja. Wer kann am elegantesten im Ganzen mit seinem Pokémon tanzen? Zeig es mir hier und jetzt. Hier und jetzt wirst du verlieren. Vorhin haben wir ja schon platte Matten. Jetzt bildet er sich ein, er könnte uns wieder besiegen. Wildlord wird von Champ Vasili in den Cup geschickt. 57. Und ein Luftstoß. Hier für dich. Alte Quarze hat Hunger auf. Wallfleisch. Gebraten. Wurde besiegt. Tentaxa. Ja, ich tausche. Guten Tag, hier ist mein Gardevoir. Und Donnerblitz, du wirst geröstet. Tentaxa. So, was kommt denn nächstes? Kapalaris. Ach, Garados war auch noch nicht in der Liga dran, ne? Der hat auch keinen Auftritt gehabt. Wir wollen ihm seinen Spaß nicht vorenthalten. Und hat das gezogen? Ja, es hat gezogen. Du wurdest gehypert. Wälzer. Nein, ich muss mal überlegen. So. Elektrowasser. Nee, Elektrobohn müsste der sein, Wälzer. Boah, geschnabelt. Tot. So, Milotic. Ich glaube, das war ein Elektro-Pokémon. Dann wollen wir mal sehen, wie sie mein Quarz. Ah ne, ein Drache ist das, glaube ich. Ein Strahl. Mal sehen, was das zieht. Das ist sehr effektiv. KP von... Na, hier gibt's noch mal einen Bohrschnabel. Willst du ja nicht einen Drassler haben? Oder einen Gardevoir wie ich? Sein Anfangs-Pokémon? Was seid mal? Drachentanz! Angriff von ihm. Dabei ist es kein Drache. Und tschüss. Spieler besiegt Champ Vasili. Der Champ wurde besiegt. Ein erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal auch
verzweifelt, aber auch ehrlich. Der Ruhm gehört dir, Michael. Hä? Wo war ich verzweifelt, Digga? Ihr habt dich mit Links platt gemacht. Ich hab sogar mit dir noch ein bisschen gespielt, Mann. Du bist wahrhaftig ein edler Trainer. Maike gewinnt 11.600. Ja klar, ich war verzweifelt. Der Kampf war total langweilig, Digga. Vasili, die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast, manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Briggs, Michael! Möchtest du nicht ein paar Tipps, bevor du den Champ herausforderst? Hä? Ja, ich hab ihn schon herausgefordert. Michael, willst du mir etwas sagen? Du hast den Champ besiegt? Jupp, das habe ich. Birg, siehst du, was habe ich dir gesagt, Briggs? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen machen, um Michael zu machen. Michael, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist, oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Den habe ich etwas vernachlässigt. Ach, scheiß drauf. Oh, du hast 145 Pokémon gesehen und 26 Pokémon gefangen. Einige Pokémon tauschen nur in die bestimmten Regionen auf. Hab nur Geduld. Briggs, also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Maike, nein, lass mich richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Briggs? Na, wenn es die Regeln so bestimmen. Michael, das ist dein Tag. Herzlichen Glückwunsch! Ich doch länger geworden, als ich gedacht habe. Dieser Raum. Verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und den Namen deiner Partners ebenfalls. Ja, es wird jetzt ein bisschen lange. Ich hätte nicht mit gerechnet, dass das jetzt so lange dauert. Speichern, bitte das Gerät nicht ausschalten. Nummer 200, Rekwarza. Gardas. Level 100. Vor allen Dingen, er hat bis Level 22. Die Klinikrette. Trainer Maike, ID Nummer 56848. Spielzeit 121 Stunden und 40 Minuten. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Ui, netter Abspann. Ich gehe mal kurz raus.
Das alles, die ich gefangen habe? Nee, dich habe ich nicht gefangen, das weiß ich. Dich habe ich auch, klar, dich. Oder hätte ich das hier doch gefangen? Wie sieht es schon gar nicht? Jo, wir sehen uns gleich.
So, hier bin ich wieder. Ist das jetzt das Abspann? Ui, ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht so lange warten lassen. Die meisten haben wahrscheinlich schon ausgemacht. Naja. Ich sag mal so, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist noch nicht vorbei mit der Pokémon Smaragd. Es sind dann noch zwei Legendäre, die ich mich noch fangen muss. Und es kommt noch mehr. Also hier werden es noch 2-3 Videos werden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Pokémon Smaragd. Und ja, einfach mal für reinhauen und tschüss.